Jetzt sind alle da, da ist wieder vereint. Monika hat wirklich gute Arbeit geleistet. Absolut. Alle sind wieder zurück in Berlin. Ich finde es grundsätzlich cool, dass da ein Typ eine Profimannschaft trainiert und in der spielen seine drei Söhne. Nehmen wir mal kurz den Namen Dardai raus. Dann hast du da einen Mitte-20-Jährigen in Ungarn bei seinem Verein jedes zweite Spiel einen Scorer dazu beigesteuert hat, der in der Conference League gegen unter anderem Köln richtig brilliert hat. Ja, genau. Wenn das Leistungsprinzip stimmt, dann ist das doch okay. Martin Dardai ist unter Bruno Labbadia zum Profi geworden. Er ist U-Nationalspieler seit langer Zeit. Bence Dardai gilt als großes Talent, ist jetzt U17-Europameister geworden. Palko Dardai war damals U-Nationalspieler, ist seit November letzten Jahres A-Nationalspieler Ungarns. Ist jetzt nicht so, als ob die nur unter Pal Dardai gespielt hätten. Das Argument verstehe ich da immer hinter nicht, weil das zu einfach gedacht ist. Guckt ihr doch einfach an, wie viele Trainer die in ihrer Zeit hatten und ob sie sich dadurch gesetzt haben. Haben sie. Erstmal ein sinniges Ding.